So, wo ich gerade mal den Servo hier habe und gerade am Einbauen bin, habe ich mir gedacht, kann ich auch mal ein kleines First Look machen von diesem Paket. Er wurde mir wärmstens ans Herz gelegt. Es ist der Sawox 1256 Titanium Gear. Und das Schöne an dem Servo ist, dass er eben 20 Kilo Last heben kann und dabei noch sehr schnell ist. Die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, kann man aber bei Google nachgucken, problemlos. Was ich schön finde an diesem Ding ist, erstmal grundsätzlich, das Servohorn, okay, das kommt nicht damit bei, aber es hat ein schönes Säckchen voll mit Teilen dabei. Nicht nur, dass man hier diese schönen Schrauben dazu bekommt, sondern das Ganze wird auch noch hier gummiert aufgehängt. Da sind jetzt also von mir reingedrückt kleine Gummi Nupsis drinne, die das Ganze nochmal zusätzlich lagern. Das ist sicherlich hilfreich bei extremen Belastungen. Außerdem habe ich hier zwei kleine Tüten. In der einen Tüte befinden sich verschiedenste Schrauben, die man also für unterschiedliche Anwendungen nutzen kann, egal was man so vorhat. Und in der anderen Tüte befindet sich ein ganzer Satz voll mit Servohörnern, was ich ziemlich gut finde, weil, naja, gelegentlich hat man auch mal irgendwelche besonderen Anwendungen und dann kann man mal ein bisschen experimentieren. Also es ist schon sehr, sehr sinnvoll. Schöne Sache das. Das Ganze kommt in so einer kleinen leckeren Kiste, die man auch noch gerne für andere Dinge benutzen kann. Das ist also sehr schön verpackt. Na. Auf der Rückseite befinden sich also dann befindet sich die Spezifikation von diesem Servo. Jo, und das ist es eigentlich auch schon. Ich habe schon Leute gesehen, die haben hier mit dieser Kiste eine wasserdichte Empfängerbox gebastelt für irgendwas. Kann man natürlich machen, wie man lustig ist. Ich werde es wahrscheinlich für Schrauben benutzen. Ganz schöne Sache. Fällt auf jeden Fall auf, wenn man hier mit diesem schönen Schriftzug irgendwo auf der Strecke ist. Schönes Ding. Ja, und das war es soweit mit dem First Look. Wir werden sehen, wie sich das Ding hier auf der Strecke schlägt. Eingebaut wird das Ganze in ein Savage XSS, umgebaut auf Brushless. Und das sind ganz offensichtlich die härtesten Bedingungen, die man sich vorstellen kann für so ein Servo. Der ganze Wagen wiegt ungefähr 7,5 Kilo, also das ist wirklich nicht so ohne. Und beim letzten Mal hat es mir das Servohorn so weggelutscht, als ich Probleme mit meinem Servo-Saver hatte. Deswegen bin ich jetzt hier auf dieses doppelt gesicherte Robotronic Servohorn umgestiegen. Das ist dahingehend doppelt gesichert, dass du nicht nur oben hier diese Schraube hast, sondern zusätzlich auch noch richtig Quetschverbindung zur Servowelle. Das finde ich ziemlich cool. Das schöne Stück hier kostet 10 Euro dafür auch. Allerdings muss man auch sagen, wenn ich mir für 10 Euro bei Konrad ein Servohorn kaufe, ja, dann kriege ich ein Stück Schrott. Und deswegen würde ich empfehlen, einfach mal hier zu gucken. Also empfehlen würde ich es noch nicht, ich habe es noch nicht getestet, aber es sieht auf jeden Fall, macht schon mal einen guten Eindruck. Und Robotronic ist ja jetzt auch nicht die allerschlechteste Marke. Alles klar, das war's erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.